Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom. Ich habe letztens in einem Video zu Capture One mal gesagt, dass es einen großen Vorteil in Capture One gibt, nämlich, dass man aus jeder beliebigen Farbe jede andere beliebige Farbe machen kann und dass das in Lightroom nicht möglich sei. Dem ist nicht ganz so richtig, das muss ich jetzt in diesem Video korrigieren. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie man doch aus jeder Farbe jede andere Farbe in Lightroom machen kann. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Und eine Sache habe ich noch, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das auch gerne tun. Denn dort gibt es immer die neuesten Fotos, die ich so poste, rund um die Welt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich dir auch dort dann meine Bilder zeigen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Du kennst es wahrscheinlich, wenn du deine Farben ändern möchtest in Lightroom, dann gehst du wahrscheinlich hier in die HSL-Tabelle rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Farbe von den Luftballons ändern möchte, dann kann ich jetzt hier in den Farbton Rot reingehen und ihn entweder nach links oder nach rechts schieben. Und du siehst schon, wenn ich ihn jetzt hier mal nach rechts schiebe, dann wird es so ein Orange. Und wenn ich ihn weiter nach links schiebe, dann wird es eher so ein Magenta. Das Problem ist jetzt, ich kann ihn maximal bis plus 100 oder minus 100 schieben. Aber dann bin ich weiter beschränkt. Bedeutet, ich kann also die Farbe nicht weiter als in ein Orange ziehen oder in ein Magenta. Jedoch habe ich jetzt endlich eine Möglichkeit gefunden, wie es doch funktioniert, andere Farben auch für das Rot einzusetzen. Aber dafür kann ich eben nicht die HSL-Tabelle benutzen, sondern dafür muss ich hier in den Pinsel rein. Und ich zeige jetzt einfach mal, was ich damit meine. Ich muss als erstes die Luftballons mit dem Pinsel auswählen. Dafür nehme ich mir jetzt hier ja eine etwas kleinere Größe. Die weiche Kante stelle ich jetzt hier mal nur so auf, na, sagen wir mal so auf 5 bis 10. Ich stelle sie jetzt mal hier so auf 7 ungefähr. Den Fluss auf 100, die Dichte auf 100. Und ich nehme hier auch automatisch Maskieren mit rein. Das erleichtert mir so ein bisschen die Auswahl jetzt hier. Ich möchte schon relativ genau arbeiten. Es ist jetzt kein Problem, wenn ich nicht ganz genau arbeite, aber so ungefähr. Ich werde mir jetzt hier auch die Überlagerung für ausgewählte Maske anzeigen lassen. Bedeutet, wenn ich jetzt hier reinmale, dann sieht man auch genau, was ich jetzt hier male. Und du siehst jetzt auch, dass die Überlagerungsfarbe hier bei mir eine grüne Farbe ist. Normalerweise ist sie standardmäßig auf Rot eingestellt. Ich habe mir das mal abgeändert, weil ich jetzt hier, wie gesagt, auf den roten Luftballons male. Das kannst du ändern, indem du die Shift- und die Optionstaste drückst und dazu noch O. Und dann siehst du, kannst du hier, wenn du mehrmals drückst, durch so ein paar Farben durchgehen. Das ist jetzt hier die rote Farbe. Als nächstes kommt die grüne Farbe. Du kannst aber hier auch so eine weiße Farbe nehmen. Ja, das ist eigentlich vollkommen egal. Hier in dem Fall ist jetzt grün ganz gut, ist die Komplementärfarbe zu rot. Und damit sieht man es eigentlich am besten. Und jetzt male ich hier einfach mal so ein bisschen über die Ballons rüber. Durch das automatische Maskieren habe ich jetzt hier eigentlich auch eine sehr gute Auswahl. Aber selbst wenn ich jetzt hier gleich irgendwo so ein bisschen drüber male, ist das auch kein Problem. Denn du wirst gleich sehen, Lightroom hat ja inzwischen sehr, sehr gute Funktionen, wo man das Ganze ja noch so ein bisschen bereinigen kann. Aber ich male jetzt hier erstmal so ein bisschen über die Ballons rüber. Ich werde jetzt hier auch gucken, ich habe ja jetzt hier so ein paar Bereiche, wo man so drunter noch das schwarze Kleid sieht unter den Ballons. Die möchte ich natürlich möglichst vermeiden, diese Stellen, denn ich möchte wirklich nur die Ballons grün färben. Von daher gucke ich, dass ich jetzt hier wirklich nur über die Ballons drüber male. Das sieht aber soweit hier schon mal ganz gut aus. Aber selbst wenn das jetzt passiert, dann ist das auch kein Drama. Hier oben noch so ein bisschen die Ballons mit reinnehmen in die Auswahl. Hier überall. Hier ist es natürlich besonders schwierig, weil wir jetzt hier die Sonne noch mit dem Bild haben. Und da verläuft sich das Ganze so ein bisschen. Wir werden gleich mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn ich das Ganze jetzt hier einmal ausgewählt habe und wir dann die Farben verändern. Ob wir da Probleme bekommen mit der Sonne, ich denke eher nicht. Aber man weiß ja nie so genau. So, jetzt hier die Ballons, die haben wir alle drin. Hier oben ist noch so ein bisschen was, was wir einfärben müssen oder beziehungsweise mit in die Auswahl erstmal mit reinnehmen müssen. So, und jetzt ist es mir hier mal passiert. Jetzt habe ich hier mal so ein bisschen rüber gemalt in den Himmel rein. Aber ich zeige dir gleich die Methode, womit das überhaupt kein Problem ist, das Ganze wieder rauszunehmen. Da müssen wir jetzt gar nicht so genau malen. Hier unten haben wir noch so ein kleines bisschen was. Ja, perfekt. Und jetzt hatten wir hier auch tatsächlich das Kleid noch so ein bisschen außerhalb der Auswahl. Das ist aber auch ganz gut so. Jetzt werde ich hier oben natürlich die Ballons noch mit reinnehmen. Auch die sollen natürlich umgefärbt werden. Auch die sollen
ein schönes Grün zum Beispiel bekommen, denke ich mal. Sieht ganz gut aus hier auch in dem Bild, wenn wir mit grünen Luftballons arbeiten würden. Deswegen, ich werde das jetzt hier einfach mal noch mit auswählen. Das ist jetzt natürlich noch nicht die Umfärbung, sondern das ist tatsächlich nur das Overlay, wo wir jetzt hier die Ballons ausgewählt haben. Und das gefällt mir jetzt so schon ganz gut. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wie gesagt, ich habe jetzt hier so ein bisschen in den Himmel reingemalt und da kommen jetzt hier die Bereichsmasken mit ins Spiel. Die werde ich jetzt hier einfach mal auswählen und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Luminanz und Farbe auszuwählen und in dem Fall wähle ich jetzt hier mal Farbe aus. Und jetzt werde ich mir hier einfach mal das Pipettenwerkzeug nehmen und ich kann entweder einmal hier so reinklicken oder aber ich nehme eine komplette Auswahl hier, indem ich mit gedrückter Maustaste mir einfach mal so eine Auswahl aufziehe hier an Farben, die ich mitnutzen möchte. Da kann man mal so ein bisschen gucken, wo das besonders gut funktioniert. Ja, so ein bisschen bleibt es jetzt hier immer noch stehen. Guck mal, je nachdem, in welchen Bereich ich hier reinklicke oder mir das aussuche, wird das Ganze so ein bisschen abgeändert, weil es natürlich unterschiedliche Rotwerte sind, die wir hier haben. Ja, so ein bisschen ist das jetzt hier immer noch mit drin. Ich kann natürlich hier auch nochmal den Pinsel quasi nehmen. Ich nehme jetzt hier das Pipettenwerkzeug mal wieder raus. Ich kann natürlich auch den Pinsel hier nochmal nehmen mit gedrückter Alt-Taste, mir das hier selber nochmal so ein bisschen rausmalen. Also du siehst, hundertprozentig perfekt ist die Auswahl jetzt dadurch auch nicht geworden. Aber so ungefähr haben wir es jetzt. So, jetzt nehme ich erstmal die Überlagerung für die ausgewählten Masken wieder raus. Und ich kann jetzt hier natürlich anfangen, theoretisch die Sättigung so ein bisschen rauszunehmen und so weiter. Aber ich möchte im Endeffekt ja nur eine andere Farbe hinzufügen. Und dafür haben wir hier unten die Farbe. Und da kann ich mir jetzt einfach mal hier irgendeinen Farbton raussuchen. Und ich habe ja schon gesagt, ich würde das Ganze mal gerne so ein bisschen in so ein Grün oder vielleicht auch in ein Blau einfärben. Aber ich denke mal, ich nehme jetzt hier mal Grün. Grün ist eine schöne Komplementärfarbe zu Rot. Von daher machen wir das einfach mal. Und du siehst jetzt schon, wenn ich jetzt hier diese Farbe auswähle, naja, da wird das nicht komplett übernommen. Also müssen wir das mehrmals machen. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Auswahl, die ich jetzt hier gerade eben getroffen habe, das kann ich jetzt hier auch kopieren. Wenn ich jetzt hier die Options- und die Command-Taste drücke und dabei hier einmal draufklicke, dann kopiert dieser Pinsel sich einmal oder dupliziert sich einmal und ich kann jetzt hier mehrmals machen und dann wird dieser Farbeffekt natürlich auch ein bisschen doller. So sieht das Ganze schon ganz gut aus, besonders hier auf der rechten Seite von dem Ballonkleid. Hier auf der linken Seite ist es noch nicht so optimal und auch die Ballons hier oben sehen noch nicht so optimal aus. Aber dafür kann ich jetzt wieder in die HSL-Tabelle reingehen. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ganze auf Fertig drücken. Das heißt, ich bin jetzt hier mal aus diesem Pinselfenster wieder raus und gehe jetzt einfach mal hier in die HSL-Tabelle wieder rein. Und wenn ich jetzt hier den Farbton von den Rotwerten einfach mal so ein bisschen weiter nach rechts schiebe, dann siehst du schon, wie all diese Ballons jetzt richtig schön grün werden. Und so haben wir tatsächlich es geschafft, dass wir jetzt hier diese roten Ballons komplett in grün umgefärbt haben. Natürlich hat man jetzt hier so einen leichten Schimmer auf dem Kleid noch von dem Rot. Also vielleicht sollte man dieses Kleid doch ein bisschen mit in die Auswahl mit reinnehmen. Ja, ganz optimal ist es hier natürlich auch nicht. Das ist aber auch ein relativ schweres Motiv, muss man hier jetzt dazu sagen. Es ist natürlich besonders einfach, wenn man eine sehr glatte Farbfläche irgendwo hat, dann kann man das besonders einfach umfärben. Aber ich wollte jetzt hier auch mal ein Beispiel nehmen, was ein bisschen schwieriger ist. Aber du siehst, selbst hier kann man relativ gut diese Luftballons auch in Lightroom umfärben. Es ist natürlich auch so, und das gebe ich ganz offen zu, in Photoshop ist das natürlich wesentlich einfacher, aber es gibt auch durchaus viele Leute, die nur mit Lightroom arbeiten und auch denen möchte ich diese Möglichkeit zeigen, dass es auch nur in Lightroom möglich ist, bestimmte Sachen umzufärben, genauso wie man es gerne möchte. Natürlich könnte ich jetzt hier auch hingehen und zum Beispiel die Sättigung noch ein bisschen runtersetzen. Ja, dann kann man hier auch nochmal mit den Farbwerten ein bisschen spielen. Ich kann auch die Luminanz noch ein bisschen weiter runtersetzen oder ein bisschen weiter nach oben setzen. Je nachdem, wie es dir gefällt. Also ich kann jetzt auch die Luftballons hier in dem grünen Wert noch so ein bisschen verschieben. Und das ist eigentlich das, was ich dir hier zeigen wollte. Es ist also möglich, sehr, sehr einfach, mit einem kleinen Umweg vielleicht, aber trotzdem, wie ich finde, relativ einfach, hier die Farben komplett umzuändern in einem Bild. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz das Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Also von Rot zu Grün. Von Rot zu Grün. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und falls du nicht getan hast, dann kannst du diesen Kanal natürlich auch abonnieren für weitere Videos zum Thema Lightroom, Luminar, Photoshop, Capture One, Fotografie und so weiter. Und wenn du noch nicht genug von Lightroom hast, kannst du auch auf meinen Online-Store gehen. Da findest du ein komplettes Videotraining zum Thema Lightroom. Also ich hoffe, da kriegst du alle Informationen, die du brauchst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Fotografie und der Bildbearbeitung und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin!
Mach's gut.